Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste auf der Bühne und an den Bildschirmen, nett, Frau Lehmann, dass Sie uns hier das Zahlen und Rechnen beibringen wollen, können Sie das sicherlich in Ihren Arbeitskreis einmal machen. Medienberichten ist nämlich zu entnehmen, dass Sie zur Diskussion stehenden künftigen Landesregierung als erstes vorhat, die Sach- und Personalkosten weiter aufzublähen. Wir haben es schon gehört von meinem Vorredner. Dem Vernehmen nach soll das Infrastruktur- und das Umweltministerium wie einen neuen zusätzlichen Staatssekretär erhalten, wir haben es ja gerade ausgeführt, Frau Lehmann, der seinerzeit eigens für die Betreuung der gescheiterten Gebietsreform geschaffene Staatssekretärsposten bleibt, als Posten ebenfalls erhalten, obgleich diese Reform längst hinfällig ist. Es ist offenkundig, dass bei der Neuschaffung von Posten unter anderem es darum geht, Begehrlichkeiten zu bedienen, vor allem Begehrlichkeiten derjenigen, die als Verlierer aus der letzten Landtagswahl hervorgegangen sind. In dem Vorhaben für die rot-rot-grüne Regierung charakteristische Maßnahmen um Hemmungslosigkeit kommt hier zum Ausdruck, die man in diesen Reihen ja auch sonst so beobachten kann. Schon 2016 machte eine rot-rot-grüne Koalition Schlagzeilen. Mit der Installierung von 25 Staatssekretären haben die Berliner Genossen seinerzeit einen bundesweiten Rekord gebrochen. Offenbar möchte unsere rot-rot-grüne Koalitionäre in Thüringen ihren Berlinern Kollegen nacheifern. Nur zur Erinnerung, das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen hat aktuell hat aktuell 15 Staatssekretäre, ganz genau. Und das kleine Thüringen möchte eben auch auf diese 15 Staatssekretäre aufstocken. Aber ich gebe eben zu bedenken, dass NRW mit ca. 18 Millionen Einwohnern und nur 15 Staatssekretären, weil die brauchen dann nur 15, dann sollte man überlegen, was das kleine Thüringen mit 2,1 Millionen Einwohnern braucht. Ich denke mal, weniger wie 15 sollten es definitiv sein. Dass Rot-Rot-Grün daran aber nicht interessiert ist, gerade mal, das zeigt ja wohl auch deutlich, dass diese Parteien Maß und Mitte verloren haben, wo sie doch immer sagen, sie sind die Partei der Mitte, hier sind sie total aus der Mitte gerutscht. Die Grünen hätten dann mit den zwei Ministern und den drei Staatssekretären bei 5 Landtagsabgeordneten und die SPD hatte dann 3 Ministerien plus 5 Staatssekretäre bei 8 Abgeordneten. Mein Vorredner hat es schon gesagt, es ist schon ein tolles Verhältnis, das ist in der Tat eine Selbstbedienung. Und wer darf das bezahlen? Natürlich der Steuerzahler. Vielen Dank auch. Meine Damen und Herren, es ist den Thüringer Bürgern nicht zu vermitteln, dass das Umweltministerium einen weiteren Staatssekretär und das Infrastrukturministerium ebenfalls einen weiteren Staatssekretär erhalten soll. Hier werden schnell mal Kosten von ca. einer zusätzlichen Million fällig für Sach- und Personalkosten. Dabei brauchen wir die Mittel zweifellos dringend in anderen Bereichen für andere Aufgaben. Ich nenne nur mal den Bildungssektor oder auch die innere Sicherheit oder auch die Kosten für das Azubi-Ticket. Die könnten wir da gerne mal damit finanzieren. Aber das ist den Genossen von Rot-Rot-Grün gleichgültig. Zuerst kommt die Person, dann die Partei, dann vielleicht das Land. Und das ist die Rot-Rot-Grüne Devise scheinbar. Aber noch ist das ja nicht in trockenen Tüchern, denn noch gibt es diese geplante Regierung gar nicht. Also beruhigen wir uns alle schön wieder. Es gibt noch keine Mehrheit für eine solche Regierung. Und ich hoffe sehr, dass es gar nicht dazu kommt und so weit kommen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner erhält das Wort der Abgeordnete Dittes, Fraktion Die Linke.